Hallo und herzlich willkommen bei Book of Unwritten Tales und wir spielen direkt weiter mit der Ivo, nachdem unser blinder Gnome ja eh nicht diese blöde Glocke hinter sich findet. Und wir müssen einen guten Witz finden, obwohl ich den mit Kohlenstoff ehrlich gesagt echt witzig fand. Hallo und ihr deine beiden. Mutter ist so hässlich. Oh, hallo. Fragt nicht wieso, aber Wilbur braucht anscheinend ein paar gute Witze. Kennt ihr welche? Aber klar. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Meister Medikus, können Sie mir helfen? Daraufhin der Medikus: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ich erinnere mich noch an die feuchte Erde. Eine Zeit lang dachte ich, hättest du dich doch bloß einäschern lassen. Okay, danke. Okay. Habt ihr zufällig von unten ein Musikinstrument mitgebracht? Wenn ich es richtig verstanden habe, will Wilbur auf irgendeinem Instrument die Tonleiter spielen. Stellt seltsame Sachen an, der kleine Kerl, oder? Ja, das ist irgendwie sein Ding. Aber am Ende hat's Hand und Fuß. Leider können wir hierbei nicht helfen. Schade. Ich würde wetten, ihr beide kennt euch mit Geistern aus. Ich hab mal mit welchen in einer WG gewohnt. Weißt du, wie man Geister bannen kann? Nee, keine Ahnung. Mietvertrag. Aber ich weiß, dass Geister sich nicht an den Putzplan halten und dass sie keine Türen benutzen. Und einen deswegen fürchterlich erschrecken können. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Bis dann. Tschüss. Können wir nicht vorne bei Sluff und Grub irgendwie ein Instrument auch kaufen? Irgendwie so ein rosa Instrument? Ich habe keine Ahnung. Da ist unser guter Nate. Mit dem müssen wir auch nochmal sprechen. Na, Nate? Interessierst du dich für die Spielsachen? Er meint, endlich weiß ich, wo all der Müll herkommt. Du kannst ihn verstehen? Ist ziemlich offensichtlich, was er von dem Kram hält. Ich glaube, er meint, man könne aus all dem auch was Sinnvolleres bauen. Ist Erfinder, der Kleine. Okay, haben die uns vielleicht irgendwie wieder ein Instrument? Komm. Hallo, Zloff. Grump? Oder können wir hier auch Witze erzählen lassen? Prinzessin Ivo? Nun, kommt euch vielleicht seltsam vor, aber könnt ihr mir einen Witz erzählen? Warum seltsam? In Zeiten größter Not kann ein Witz die Moral heben. Keine Witz, keine Witz. Oh, Grump, deine Witze sind immer so anzüglich. Deswegen gute Witze. Seit hunderten Jahren tun sich im Park zwei Statuen gegenüberstehen. Eine sei ein junger Mann, andere sei eine junge Frau. Und beide seien nackig. Und da wären wir wieder. Da ein Gott erscheinen. Er sagen, ich erfülle euch größten Wunsch. Ihr beiden dürfen verlassen Sockel für eine Stunde. Beide schnell verschwinden in Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Haben noch 10 Minuten, Mann Japsen. Darauf sie, gut, dann du jetzt halten die Tauben fest und ich scheißen drauf. Aber Prinzessin. Entschuldigung. Habt ihr noch einen Witz für mich? Kenne noch viele Witze mit nackigen Leuten. Die Prinzessin möchte das nicht hören. Außerdem warst du schon dran. Jetzt erzähle ich einen richtigen Witz. Die Stadtwache fragt den Magierkopf eines zweiköpfigen Ogers. Sie leugnen also, auf dem Kopf ihres Bruders einen Zaunpfahl entzweigeschlagen zu haben? Daraufhin der Oger: Das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht mit Absicht geschehen. Sie wollten ihn also nicht treffen. Schon. Aber ich wollte dabei nicht den Zaunpfahl zerbrechen. Nicht finden sehr witzig. Ja. Natürlich ist er witzig. Danke für den Witz, Lauf. Ich
werde ihn mir merken. Siehst du? Okay. Ich brauche etwas, mit dem man Töne machen kann. Ich Töne machen kann? Das meint sie nicht, Grump. Tut mir leid, Prinzessin. Damit können wir wohl nicht dienen. Was ist denn das für ein Saftladen? Hier nur rosa Zeugs, aber keine... Ich müsste wissen, wie man Geister bannen kann. Kennst du dich damit aus? Ich kenne große Angst vor Gespenstern. Du weißt ja, nichts fürchtet man so wie das Unbekannte. Und wenn man nichts kennt, fürchtet man sich vor allem. Geister böse, klauen Grump Socken, aber immer nur linke. Natürlich fehlen immer nur unsere linken Socken. Das ist deine Seite. Auf meine Socke passe ich auf. Was ist mit der Geisterbannung? Ich weiß, dass man Geister mit bestimmten Symbolen in Schach halten kann. Grump haben Schutzamulett mit Symbolen drauf. Wegen des Amuletts. Beschützt mich vor Geistern. Funktioniert gut. Wurde noch nie von Geistern angegriffen. Dürfte ich es mir ausleihen? Nein, dann Grump schutzlos. Das Amulett zeigt zwar einen Bannkreis, aber es ist nicht magisch. Grump hat es für 3 Kupferlinge vom Grabbeltisch. Es könnte trotzdem nützlich sein. Ist meins. Gebe nicht her. Ich würde ja versuchen, ihn zu überreden. Aber es ist hoffnungslos. Er hat vor Geistern fast so viel Angst wie vor der kleinen Van Buren. Wie wäre es, wenn ich dir etwas anderes für dein Amulett gebe, Grump? Ich habe einen Stein, der vorm bösen Blick schützt. Seit ich ihn habe, wurde ich von keinem Fluch getroffen. Gebe dir 5 Goldstücke dafür. Ich will den Stein nicht verkaufen. Ich will ihn gegen dein Medaillon tauschen. Aber Grump will gegen Geister und bösen Blick geschützt sein. Ach. Okay. Grump, ein Leben könnte davon abhängen, dass ich das Medaillon von dir bekomme. Grumps Leben davon abhängen, dass ich es behalte. Vielleicht Geister kommen heute Nacht. Ach, das wird so nichts. Okay, wir müssen das irgendwie ersetzen. Grump, vielleicht. Na, okay, da kommt... Danke für das Gespräch. Da kommt Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Schleimer. Wir brauchen irgendwas. Hier können wir nichts machen, dann schauen wir mal nach oben in die Stadt. Mit den beiden können wir auch nicht. Rede mit Esther und Gulliver. Wir gehen nach oben. Komm. Haben wir hier irgendwas, was Geräusche machen kann? Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Okay, hier haben wir gar nichts. Hier haben wir auch kein Geräusch. Geh hier hinunter. Dann schauen wir mal in die Schule. Die von Buren ist ja eh nicht da. Solange die Löwe nicht da ist, kann man sich schon mal in ihre Höhle wagen. Genau. Und jetzt lenken wir einfach... Was zum... Du hättest mich treffen können. Heul doch. Ach. Solange die Ratsvorsitzende weg ist, darf niemand die Schule betreten. Er ist wieder da. Jawohl. Ich soll für Ratsvorsitzende Van Buren etwas aus ihrem Büro holen. Hat sie mir nicht gesagt. Sie hat mir nur gesagt, dass ich eben den Kopf abschlagen soll. Der versucht hier reinzukommen, während sie weg ist. Vermutlich hat sie es nur vergessen. Sie dürfte sehr wütend werden, wenn ich ihr die Sachen nicht bringe. Wütend auf dich, nicht auf mich. Na. Oh, da ist aber einer sehr wachsam und sehr entschlossen. Gut gemacht. Kein großes Ding für einen Profi. Ich werde das in meinem Bericht erwähnen. Was denn für ein Bericht? Das darf ich leider nicht sagen. Nur so viel, eine positive Bewertung dürfte deiner Karriere einen Schub geben. Ich bin genau da, wo ich sein will. Tatsächlich? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Muss ein Fest für dich sein, Leute schikanieren zu können.
Ein cleverer Kerl wie ich kann es in dieser Welt weit bringen. Aber du bist doch für Höheres bestimmt. Geh da raus und zeig es ihnen. Könnte ich, aber ich will nicht. Sollen doch die anderen rumstümpern, wie sie wollen. Irgendwann kommen sie dann angeschissen und wollen Hilfe. Dann sage ich, macht doch euren Scheiß allein, ihr Stümper. Ha! Was für ein reizendes Gespräch. Kein Wunder, dass es dir gefallen hat. Gespräche mit dem großartigen Grunder Klimpus sind immer ein Fest. Für mich war es eher enttäuschend. Aber du hast dein Bestes gegeben. Jetzt vom Hausmeister zum Wachtroll. Schon sein Aussehen ist nicht angenehm. Das ihn aber noch markanter definierende Merkmal ist sein Odeur. Hältst dich wohl für toll, weil du so kompliziert labern kannst, was? Erbärmlich. Mit dem Schlüssel können wir hier eh nichts machen. Können wir mit dem anderen hier irgendwie ablenken? So, gehen wir mal nach oben, schauen wir mal, ob wir den Wachtroll irgendwie ablenken können. Ja, ich weiß ja, dass wir uns erklären können. Ich will ja nur raus. Laufen wir mal. Na, ich kann nicht drüber laufen. Okay, das ist natürlich Mist. Okay, dann müssen wir doch wieder hoch. Okay. Er ist nicht sonderlich schnell, körperlich wie geistig. Es heißt alt. Lern mal Deutsch. Er ist nicht sonderlich schnell, körperlich wie geistig. Es heißt alt. Lern mal Deutsch. Ich kann mich nicht auf einen Kampf mit dem Troll einlassen. Sicher, ich könnte an ihm vorbeikommen, aber vielleicht würde er mich verfolgen und dabei die halbe Stadt aufwecken. Ärgerlicherweise kann ich ihn auch nicht austricksen. Dafür ist er zu dämlich. Okay, wir brauchen irgendwas, womit wir hier irgendwas machen können. Nee, gehen wir nochmal runter. Meine Güte, die Stadt ist echt wie ausgestorben. Ich lasse den beiden etwas. Sie müssen sie. Ja, okay. Da können wir auch nichts machen. Dann schauen wir nochmal ganz kurz runter zu unseren beiden Freunden. Hallo, Zlov. Grump? Prinzessin Ivo? Danke für das Gespräch. Sie waren. Okay, hier können wir nichts machen, deswegen gehen wir zu ihm und probieren es nochmal. Wilbur? Ja? Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Sowas gibt es? Erzähl! Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ist das ein guter Witz? Weiß nicht. Es gibt nur ein. Grump hat mir einen Witz erzählt. Der ist eher deftig. Vielleicht mag der Gott des Humors sowas. Erzähl! Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie: Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist gut. Er hat was mit Göttern und Statuen zu tun. Da steht ein ausgewachsener Troll mit Breitaxt in der Eingangshalle der Schule und lässt mich nicht ins Lehrerzimmer. Gibt es noch einen anderen Weg in die Schule? Wenn wir Kaminreisepulver hätten, könntest du über den Kamin ins Lehrerzimmer kommen. Kamin?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Kamin war. Vermutlich ist er jetzt ein Puppenhaus oder etwas in der Art. Vielleicht ist der Kamin in der Bibliothek noch in Ordnung. Ein Versuch ist es wert. Fehlt nur noch das Kaminreisepulver. Das steht beim Direktor auf dem Schreibtisch. Womit wir wieder beim Anfang unseres Problems wären. Nicht ganz. Ich schätze, ich kann dir etwas von dem Pulver besorgen. Ausgezeichnet. Tu das. Oh, jetzt. Das war erst mal alles. Bis später. Jetzt müssen wir dann mit ihm dann wieder rein und ihn ablenken. Okay, aber gehen wir zuerst schon wieder runter zu den Göttern. Und schauen, ob wir den irgendwie hier... Na? Ah, wieso geht's hier nicht schneller? Aber, okay, wir sind wieder da. Okay, probieren wir. Wir brauchen hier nur... Huhu. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Nee, lieber nicht. Also, ich habe da so einen Witz gehört. Ich bin gespannt. Da treffen sich drei, oder nein, zwei, Kohlestücke? Da sagt das eine, hallo. Daraufhin sagt das andere, bah, du bist subtrahiert. Bist du sicher, dass der Witz so geht? Ich möchte meinen Beitrag zurückziehen. Das will ich meinen. Okay. Ich habe einen Witz. Schieß los! Es ist ein Witz mit einem Arzt und seinem Patienten. Ich glaube, es ist der einzige seiner Art. Nach der Untersuchung fragt der Patient, Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor, sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ha, der war ja noch schlimmer als der Erste. Komm schon, der war gut. Na klar, was weiß der Gott des Humors schon über Witze? Hast du mich lachen sehen? Nein! Ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir einfach gefallen. Oh, das klingt gut. Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie, gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Oh! Nicht einmal ein müdes Lächeln bringst du bei den Leuten damit zum Vorschein. Aber... Bei Leuten mit Humor. Na. Von denen gibt es nur einen hier. Und der hat nicht gelacht. Na. Also, ich fand meine Witze gut. Und die anderen haben gelacht. Das ist aber nun mal nicht relevant. Ich muss lachen. Aber du scheinst immer nur über deine eigenen Witze zu lachen. Weil es nun mal die besten sind. Aber das ist doch... Moment. Also, da sitzen zwei Beamte. Sagt der eine zum anderen... Ja, was sagt er? Ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Oh nein! Ist das jetzt... Wir tun doch nichts! Tun nichts, weil es Beamte sind. Oh nein. Das war ein guter Witz, mein kleiner Freund. Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich dir helfen. Oh nein, mit dem Witz gewinnen wir auch noch. Wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich damit dreien von euch einen Gefallen getan. Also, wie komme ich übers Wasser? Gehen. Haha, ihr konntet vielleicht mal über Wasser gehen, aber ich kann das nicht. Auch nicht über Eis. Eis? Ist dir nicht aufgefallen, wie kalt es hier ist? Das sieht nicht wie Eis aus.
weil es hier unten völlig windstill ist. Ohne Wellen und Blasen im Eis sieht gefrorenes Wasser aus wie Wasser. Und das hättet ihr mir nicht einfach sagen können? Wäre es dann genauso befriedigend gewesen, endlich zur Insel gehen zu können? Vielleicht nicht. Na? Aber mir, Remy, ist etwas zugestoßen, nur weil ihr mich aufgehalten habt. Also, wir kommen rüber zur dünnsteren, oder zum dünnsteren, düsteren Tempel, nicht dünnsteren, was ist dünnsteren für ein Wort? Ich kann schon gar nicht mehr reden. Wir kommen rüber und ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier. Ich bin gespannt, was uns drüben auf der Insel dann erwarten wird. Aber das erfahren wir natürlich dann morgen erst dann direkt. Also, ich wünsche dir alles Gute noch und bis morgen dann. Ciao, ciao.